hier. Oh, was ist denn passiert? Oh. Meine. Was ist los hier? Komisch, die ist verschlossen. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Da ist noch eine Tür. Das muss doch jetzt klappen hier. Ey, das gibt's doch nicht. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Was war das? Hallo? Hallo? Was ist das denn hier? Hallo Frank, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich möchte ein Spiel mit dir spielen. In diesem Raum befinden sich 16 Kälteanlagen. 16 Kälteanlagen, denen technische Sünden angetan wurden oder die Fehler enthalten. Sünden, die du Kälteanlagen angetan hast, ohne zu wissen, was du tust. Fehler, die du nie gesucht hast und trotzdem deiner Frau in Rechnung gestellt hast. Wie viele deiner Kollegen mussten nachts raus und ihre Familien verlassen? Dieser Raum wird sich in den nächsten 30 Minuten mit hochgiftigen R718 füllen. Der Schlüssel findet sich in einer der Anlagen. Wie wirst du dich entscheiden, Frank? Das erste Mal in deinem Leben echte Fehlersuche? Wo bist du denn? Was sagst du denn da? Was? 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 Aber jetzt läuft ja schon alles. Nein, egal. Okay. R-717? Molare Masse? Wer soll das alles können? Mechanik fällt mir einfach viel leichter als Thermodynamik. Zum Glück haben sich um die technischen Sünden erstmal Profis gekümmert. Da kann ich noch ein bisschen lernen. Denk dran, was Oma Wilde Mine mal gesagt hat. Gigi, du kannst nicht alles an einem Tag lernen. Ihre Sprüche waren immer solider als ihre Kochkünste. Naja, egal. Jetzt erstmal einen Kakao. Ja, ja, das ist gut. Und eine Folge Prison Break. Ja, ich liebe es zu sehen, wie die versuchen rauszukommen. Aber das mit den Tattoos habe ich immer noch nicht ganz gerafft. Aber für euch gibt's jetzt erstmal die erste Sünde beim Vlog. Moin Leute, ich habe hier euch die Anlage vorbereitet, die ihr vielleicht schon ein oder andere Mal bei uns in einem Foyer stehen gesehen habt. Schon ein bisschen älteres Schätzchen, aber für unsere erste Sünde das perfekte Schätzchen. Und zwar haben wir nämlich hier eine überflutete Verdampfung in diesem System. Das heißt, der Stern steht hier ungefähr halb voll bis hierhin voll mit Kältemittel. Ich habe da jetzt mal 134 A drauf gemacht, dass wir ein Reinstoffkältemittel haben. Kommst du mal rum? Und das ist jetzt eine Anlage, die wir mit einem AEV betreiben. Grundsätzlich habe ich diese Anlage jetzt perfekt ausgeregelt. Das heißt, die Anlage verdampft perfekt bei minus 25 Grad oder minus 20 Grad in dem Bereich. Das AEV regelt das perfekt aus, ne? Macht ja das automatische Expansionsventil, hält den Verdampfungsdruck konstant. Jetzt habe ich mir so viel Arbeit gemacht, die Anlage perfekt auszuregeln. Ihr habt das ja auch vorne gerade schon gesehen, der Stern friert auch schön ein. Es wäre jetzt fast eine Schande, wenn jemand diese Anlage überfüllen würde, wa? So,
Damit ich euch das besser sichtbar machen kann, die ganze Geschichte, haben wir doch mal einen Gast hier. Und zwar hilft uns bei der Sichtbarmachen der ganzen Geschichte bei dem Wärmetauscher der Andreas Blug, den wir auch schon aus ein, zwei anderen Videos kennen. Hallo. Der unterstützt uns tatkräftig mit seinen Wärmebildkameras und macht uns ein paar Aufnahmen von diesem Fehlerhergang. Jetzt läuft die Anlage folgendermaßen. Kommst du mal runter hier? Kriegst du das so auf, Thomas? Und zwar verdampfen wir jetzt ungefähr bei minus 24 Grad. Das heißt, der vereist relativ gut. Und wir haben jetzt hier eine Verflüssigung von ungefähr 29 Grad. Unterkühlung beträgt nur 0,3 Kelvin. Die Unterkühlung wird gleich noch relativ wichtig. Aber vorher machen wir euch erstmal die Wärmeverteilung hier im Verflüssiger im Optimalfall rein. Links seht ihr den Bildausschnitt, den wir mit der Wärmebildkamera aufgenommen haben. Rechts seht ihr die Aufnahme der Wärmebildkamera, die etwas stärker auf den Messbereich gezoomt ist. Uns interessieren vor allem die Wärmebildaufnahmen. Der Messbereich ist von 25 bis 40 Grad eingestellt. Jede Temperatur kleiner gleich 25 Grad wird dunkelblau dargestellt und jede Temperatur größer gleich 40 Grad wird weiß dargestellt. Alle weiteren Temperaturskalen verteilen sich auf der rechts abgebildeten Farbskala. Wir können im oberen Bereich des Verflüssigers sehr schön die Enthitzung des Heißgases sehen, da die Rohrbögen rötlich-gelb dargestellt werden. Alle weiteren darunterliegenden Rohrbögen des Verflüssigers haben alle dieselbe farbliche Darstellung. Hier findet die Verflüssigung statt. Während der Verflüssigung herrscht innerhalb des Wärmetauschers eine gleichmäßige Temperaturverteilung. Die Unterkühlung fällt im Verflüssiger flächenmäßig sehr, sehr klein aus. Hier gar nicht zu sehen, da die Anlage in diesem Betriebspunkt etwa mit 0,3 Kelvin Unterkühlung lief. So, ihr habt gerade in der Wärmebildkameraaufnahme gesehen, dass die Temperaturverteilung gleichmäßig ist. Also ihr habt gesehen, die optimale Verteilung in dem Wärmetauscher bei optimaler Füllung. Ich fülle jetzt einfach mal ein bisschen mehr Kältemittel auf und dann schauen wir mal, was sich ändert. Andreas dreht hier mit. Vielleicht sehen wir da in der Wärmebildkamera auch noch einen kleinen Unterschied, während wir auffüllen. Wir gucken einfach mal. Ja, geben wir dem Schätzchen mal ein bisschen was. So, Leute, ich habe euch jetzt ungefähr die doppelte Kältemittelfüllmenge mal raufgemacht. Ich weiß nicht, kommst du hier rum? Siehst du das hier, die Kältemittelfüllmenge? 2,5 Kilo habe ich nochmal aufgefüllt. Das heißt, auf dieser Anlage sind jetzt ungefähr 5 Kilogramm Kältemittel drauf. Viel zu viel. Man sieht es auch schon sehr, sehr gut hier an den Manometerdaten. Denn wenn ihr hier mal herkommt, der Hochdruck steigt jetzt enorm an. Und die Unterkühlung ist auch extrem viel größer geworden. Und die Unterkühlung ist auch tendenziell genau der Punkt, woran ihr den Kram seht. Wie sieht man das denn auf der Wärmebildkamera? Hat sich da was geändert? Hat sich sehr deutlich verändert. Man hat genau gesehen, dass von unten nach oben, also die Kälte steigt hoch. Mhm. Es wird oben von der Temperatur bleibt es gleich. Aber man hat schön im Verlauf gesehen, vor allem mit der zweiten Kamera habe ich ein bisschen von der Seite geguckt. Da sieht man schön, wie das immer von unten nach oben kälter wird. Sehr schön. Sensationell. Sehr schön. Die Aufnahmen machen wir euch auch gleich rein. Wie ihr seht, ich habe es auch ganz leicht schon übertrieben mit dem Überfüllen, weil das Ding taktet auch schon direkt im Hochdruck. Aber das muss er abkönnen, sonst hätte es keine Kälteanlage werden sollen. So, wir machen euch jetzt mal die kleinen Aufnahmen, die Andreas für euch gemacht hat, auch mit rein. Und ich gucke mal, dass ich wieder ein bisschen Kältemittel runternehme, dass wir die nochmal ans Laufen kriegen. Und dann schauen wir mal.
Bam! Ich habe jetzt nochmal 700 Gramm runtergenommen, damit er uns nicht gleich über den Jordan geht, wenn er hier die ganze Zeit im Hochdruck taktet. Andreas hat uns das auch gerade schön aufgenommen, das Überfüllen. Und man sieht genau das, was ich erwartet habe bei der ganzen Geschichte. Andreas, zeigst du noch einmal die Füllstand hier? Und zwar sieht man hier schön auf der Wärmebildkamera jetzt, bis wohin quasi der Verflüssiger vollgefüllt ist. Denn was passiert hier? Die ganze Flüssigkeit staut sich jetzt zurück hier in dem Verflüssiger und da, wo jetzt ungefähr meine Finger sind, bis dahin steht der Verflüssiger jetzt voll mit Kältemittel. Ja? Das ist eigentlich ganz logisch, dass das hier passiert. Das ist nämlich komischerweise immer so ein unfassbarer Irrglaube bei der ganzen Geschichte. Ich habe früher auch häufiger schon die Aussage gehört, ja, wenn der Verdichter anfängt zu schwitzen, dann ist die Kälteanlage überfüllt. Aber das stimmt gar nicht, weil wir haben hier ein AEV eingebaut und ein TEV, gegebenenfalls bei einer normalen Kälteanlage. Und das macht eigentlich das, was es immer machen soll. Wenn du gerade einmal rumkommst, Thomas, hier ist jetzt das AEV drin und das AEV macht ja nichts anderes als einen Verdampfungsdruck konstant halten. Das heißt, wir haben den eben auf minus 23 Grad eingestellt, das macht er auch die ganze Zeit. Scheißegal, ob der hier vorne, ja, ob der hier vorne einen höheren Druck kriegt oder einen niedrigeren Druck. Der regelt immer seinen Verdampfungsdruck aus und wenn der Verdampfungsdruck oder der Verflüssigungsdruck etwas höher wird, ja, dann macht das Ventil immer einfach weiter zu und hält den Druck perfekt konstant. Was macht die Flüssigkeit? Ganz logisch. Die staut sich jetzt zurück hier in dem TEV über die Flüssigkeitsleitung bis hin zum Sammler. Irgendwann läuft der Sammler über und dann habt ihr das alles im Verflüssiger stehen. Aber diesen Zusammenhang schmeiße ich euch nochmal in eine Animation, dass ihr es nochmal übersichtlich habt. Ja, viel Spaß. Hier haben wir einen Kältekreislauf vom Verdichter zum Drosselorgan. Als Drosselorgan haben wir in diesem Beispiel entweder ein automatisches Expansionsventil oder ein thermostatisches Expansionsventil. Beide Drosselorgane haben die Gemeinsamkeit, dass sie ihren Öffnungsgrad nach einer Größe am Ausgang anpassen. Vereinfacht gesagt, die Ventile interessiert nur das, was am Ausgang passiert. Eingangsgrößen wie Druck und Temperatur sind ihnen erstmal Schnuppe. Wichtig ist für sie nur, dass Flüssigkeit ansteht und dass der Ausgang darüber geregelt werden kann. Von dem Ventil staut sich die Flüssigkeit zurück in den Sammler. Das bedeutet, dass sich im Normalbetrieb und bei normaler Füllung der Flüssigkeitsstand im Sammler nach Öffnungsgrad der Ventile richtet. Viel Öffnung bedeutet einen großen Massenstrom und somit einen niedrigeren Sammlerstand. Wenig Öffnung bedeutet einen kleineren Massenstrom und somit einen höheren Sammlerstand. Füllt ihr nun mehr Kältemittel auf, dann erhöht ihr zunächst erstmal den Sammlerstand. Irgendwann läuft der Sammler über und das Kältemittel staut sich von der Drossel bis in den Verflüssiger. Und die Anlage ist überfüllt. Die effektive Verflüssigerfläche wird verringert und der Hochdruck steigt an. Außerdem wird das im Verflüssiger annähernd stillstehende Kältemittel stark unterkühlt. So Leute, und ich hoffe, ich konnte mit diesem Irrtum jetzt ein bisschen aufräumen, dass man das auf der Niederdruckseite sieht. Aber wir haben jetzt ziemlich große oder teure Messtechnik hierfür eingesetzt, damit wir euch das einmal sichtbar machen können. Ihr könnt das aber auch schon mit eurem Manometer messen. Ich zeige euch das nochmal hier. Und zwar haben wir jetzt hier den Verflüssigungsdruck und wenn ihr dann hier mal guckt, das ist eure Unterkühlung. Wenn sich die Flüssigkeit im Verflüssiger zurückstaut, wird die Unterkühlung immer, immer größer. Und je nachdem, was für ein Massenstrom in dem Verflüssiger fließt, könnt ihr das auch merken, indem ihr einfach mal an dem Verflüssiger runterfasst, weil hier merkt man jetzt gar keine Schichtung. Hier unten, hier sind die Rohrbögen schon fast alle auf Raumtemperatur. Beachtet das einfach mal bei der nächsten Reparatur, wenn ihr mal einen Fehler nicht findet, weil ja, das ist ja meistens immer so die erste Sache, was so ein Kältetechniker macht. Erstmal Kältemittel füllen, ne? Wenn man keinen Fehler findet. Naja, okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank nochmal an Andreas, dass er uns hier die Aufnahme mit den Wärmebildkameras gemacht hat. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn ihr noch anderen Content von uns sehen wollt, dann haben wir hier oben mal so eine kleine Verdichterreparatur. Hier unten haben wir eine Biegeserie und ansonsten da bitte den Kanal abonnieren. Ciao.